So Leute, das nenne ich mal gepackt, ohne irgendeinen Zentimeter zu verschwenden. Dieses Klappboxensystem bewährt sich einfach immer wieder. Unten sind so Taschen und sowas alles drin und der Kinderwagen. Und vorne haben wir die Kinder. Hallo Kinder! Und hier unten das ganze Essen und auf der Rückbank den ganzen Rest sowie Decken, Jacken, weitere Vorräte, Spiele, Spielzeug, Beschäftigung und so weiter und so fort. Und jetzt machen wir uns erstmal los. Wir sind jetzt zum späten Mittag angekommen. Oh, es gibt super leckeren Gulasch für uns. Oh, das ist echt ein Traum und wir haben solchen Hunger. Juna isst auch mit. Und wie spät ist es jetzt? 4:30? Viertel vier. Nee, genau 15:30 Uhr auf die Minute. Ja, dann gehen die Kinder spazieren und Franz und ich, wir können jetzt noch ein bisschen ausruhen. Ja, und dann geht's auch schon los in 2 Stunden oder so. Boah, im Himmelswillen, ich sehe so zerstört aus. Ich habe gerade im Auto ein bisschen geschlafen. Also so, keine Ahnung, 1/4 Stunde oder so. Aber jetzt fühle ich mich auf jeden Fall wieder fit. Wir sind jetzt gerade an der Raststätte noch mal kurz angehalten. Sind irgendwo zwischen Frankfurt und Mannheim, genau auf der Hälfte. Und haben jetzt getankt. Gott, bei mir fällt alles auseinander. Haben jetzt noch mal getankt, werden uns jetzt sicherlich mal ein bisschen was zu essen holen. Die Kinder schlafen, die sind super ruhig. Also bei denen ist alles in bester Ordnung. Wir sind jetzt seit knapp über 3 Stunden unterwegs. Franz geht's gut, mir geht's gut. Ich kuschel mich in meinem Poncho. Und ja, wir hören irgend so ein Hörbuch. Das ist jetzt nicht besonders aufregend. Ich glaube, wir müssen aber was anderes hören, was ein bisschen mehr Action hat oder was ein bisschen lustig ist. Ja, und dann werden wir weitersehen, wie wir weiter vorankommen. Emma und ihre Familie, die sind jetzt auch irgendwo bei Frankfurt, also ein Stückchen hinter uns. Und ja, sind also recht gleich auf. Was natürlich schön ist, dann haben wir nicht so ewig irgendwie Wartezeiten aufeinander oder so. Und dann gucken wir mal einfach, wie es weitergeht. Mama, hast du auch schon meinen Magen so gemacht? Ehrlich, hat er geknurrt sogar schon? Na Mensch, schaut mal, wir machen gerade das nächste Päuschen. Das ist jetzt 1:30 Uhr oder so. Ich sehe nichts, bei ihr ist alles dunkel. Die Kinder sind diesmal mit aufgestanden. Franz musste eigentlich nur mal. Und Emi wollte jetzt was essen. Juna, lecker Milchbrötchen, ne? Juna wollte einfach mal raus. Die hat es nicht mehr so richtig ausgehalten. Und deswegen haben wir sie jetzt einfach einmal beide rausgenommen. Die können jetzt beide hier ein bisschen rumschauen. Strecken sich mal, schnappen frische Luft. Dann gucken wir mal, wann und wie wir weiterkommen. Ob wir noch eine Runde laufen. Und dann geht's weiter. Ich glaube, das letzte Ding ist vor der Grenze, glaube ich. Echt? Mhm. Wow. Dann sind wir schon an der Grenze. Krass. Aber der hat. Wir sind in Frankreich angekommen und haben die erste Mautstelle erreicht. Und es ist jetzt 2:45 Uhr. Ja, das meine ich ja, einfach immer drauf. Das ist eigentlich die Scheiße mit der ohne Klobrille, das verstehe ich. Wir müssen gerade so über die Toiletten hier lachen. Wir sind an so einem Rastplatz, also nichts gegen Toiletten am Rastplatz. Aber das ist echt witzig, weil da geht man halt einfach auf Toilette ohne Klobrille. Das ist aber recht üblich. Und dann kommt, wenn man spült, einfach in die Luft Richtung Klobrille ein Desinfektionsstrahl, aber nichts Elektrisches irgendwie zum Abwischen. Also es ist einfach, der sich dann auf die genau, Schüssel senkt. Also es ist einfach Dreck auf der Klobrille und darüber kommt flüssiges Desinfektionsmittel gesprüht. Ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall, um uns noch mal ein bisschen zu bewegen und auszupowern. Die Kinder spielen hier so ein bisschen. Lernt man Sanifair erstmal schätzen. Ja, hallo!
Wir frühstücken hier gerade, also wir haben Brötchen mitgebracht. Ja, wie spät ist es? 6:30? 4 Stunden müssen wir noch. Ja, um 7 sogar schon. Genau, die Kinder rennen jetzt hier rum und spielen richtig. Wir haben jetzt auch bestimmt hier 1/2 Stunde Pause gemacht. Ja, und dann geht's weiter. Wie gesagt, 4 Stunden noch. Aber wir können erst ab 17 Uhr in unser Mobilheim. Also mal gucken, was wir bis dahin dann noch machen. Oh, Püppi, Mama hilft. Na, Schatz? Wir sind die zerstörtesten Menschen ever. Ever vor allem. Wie geht's? Warum grinst du da so? Also er fährt super, muss ich mal so sagen. Und wir könnten alle beten dann. Könnten dann mal alle beten. Papa, du und Fiona, Papa denken über uns und ich und Mama und auch denken über. Juhu! Aber dann, wenn Lila. Vorsicht, du! Mama, aber dann, wenn Lila hier ist, Mama. Lila kommt nicht her. Weil sie auf einer anderen Autobahn ist. Die haben uns jetzt überholt. Die haben uns jetzt bestimmt überholt. Na, kratzt das an deiner Ehre? Ich war so froh, einmal schneller als Christoph zu sein. Wir sehen zwar super zerstört aus, aber wir bringen uns schon mal in französische Stimmung. Wir brauchen nämlich nur noch 15 Minuten. Dann sind wir schon da. Da. Und das Wetter, Leute, das Wetter, es ist so schön. 27 Grad, boah, geil. Alors on danse. Hier sowieso die Hälfte nicht versteht, kann ich hier auch vernünftig filmen. Und wir sind jetzt noch mal einkaufen, so ein bisschen was Frisches, haben mit Salat mitgenommen. Ja, und suchen jetzt halt, wie gesagt, noch mal was Kühles zu trinken und dann suchen wir die Emma. Hey Emil, ist es cool, dass wir jetzt endlich da sind? Du bist geschafft, ha? Was ist los? Ey, du alter Schmollmo. Also, ich muss das zurücknehmen. Ein bisschen was Gesundes ist, ein bisschen was Gesundes. Salat, Melonen, Gurke haben wir, Schalotten bzw. Zwiebeln haben wir eingekauft, Avocado, Baguette und Paprika, Maiskolben, ein bisschen was zum Knabbern für die Abende und ungesundes Trinken für die Abende. Also, wir werden sowieso über den Tag verteilt wirklich nur Wasser trinken. Es ist auch wirklich heiß, also es sind jetzt 27 Grad schon. Und das soll heute nicht der wärmste Tag gewesen sein. Und am Abend kann man sich ja da mal was gönnen. So sieht's jetzt aus. Wir suchen noch eine Frankreich-Salami. Und dann, wie gesagt, machen wir uns erstmal los und gucken, ob wir ins Mobilheim einchecken können. Aber wir müssen nochmal auf die Buchungsbestätigung gucken. Ich glaube, das war erst ab 17 Uhr. Ansonsten fahren wir dann einfach irgendwie nochmal an den Strand und schauen einfach mal, was der Tag heute noch so bringt. Hast du eine? Also auf jeden Fall sind wir überglücklich und mega happy und erleichtert, dass wir es jetzt endlich hierher geschafft haben. Und ich freue mich einfach nur super, super doll auf unseren Urlaub und glaube, dass es richtig gut wird. Ja, wir sind da! Super! Wir sind endlich angekommen. Das Wetter ist traumhaft, es ist so warm. Wir haben uns alle erstmal ein bisschen luftiger angezogen und die Haare nach hinten wieder gebunden. Und jetzt gehen wir direkt zum Pool und schauen uns hier mal ein bisschen auf dem Campingplatz um. Hinter uns seht ihr schon unser Mobilheim.
klein, aber sehr fein. Ja, das zeige ich euch dann natürlich auch nochmal genauer. Und jetzt geht's erstmal los.